Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 17. Das ist die Mitteilung der Landesregierung zur Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Hier eine Information des Landtags über Beschlüsse der Landesregierung nach § 3 Absatz 3 des Gesetzes über den Erlass infektionsschützender Maßnahmen vom 11. Dezember 2020, Drucksache 20-9254. Und Staatsminister Klose hat das Wort. Hochverehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Seit dem 1. Oktober ist ein neues Bundesinfektionsschutzgesetz in Kraft. Und das hat auch die Landesregierung veranlasst, ihre Corona-Verordnung anzupassen. Und ein bisschen ist es ja schon ein Ritual, dass ich Sie darüber auch an diesem Mittwochabend informieren darf. Die Infektionszahlen in Deutschland sind seit in den letzten Wochen spürbar gestiegen. Es ist auch so, dass die stationäre Versorgung leider zunehmend in Anspruch genommen wird. Und diese Entwicklung zeigt alle Anzeichen einer neuerlich beginnenden Infektionswelle. Das liegt, wie in den vergangenen Jahren, auch daran, dass sich Aktivitäten wieder stärker in Innenräumen. Kleinen Augenblick bitte, ein bisschen mehr Ruhe. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Und die nasse und kältere Witterung, die Ausbreitung von Infektionskrankheiten begünstigt. Es ist insofern auch nicht völlig überraschend. Der Bundesgesetzgeber hat das Infektionsschutzgesetz insbesondere hinsichtlich des Schutzes vulnerabler Gruppen verschärft und den Ländern Werkzeuge zur Verfügung gestellt, um die Ausbreitung zu verhindern. Dem sind breite Diskussionen vorausgegangen, besonders hinsichtlich der Tragepflicht von FFP2-Masken in vulnerablen Einrichtungen, auch durch Beschäftigte und Bewohnende. Wir Länder, und das kann ich für alle Länder sagen, wurden leider einmal mehr nicht beteiligt, haben unsere Position aber deutlich artikuliert. Und so konnten an dieser Einigung zwischen dem Bundesjustiz- und dem Bundesgesundheitsminister noch relevante Änderungen erreicht werden. Die Testpflicht an Schulen war sicher das prominenteste Beispiel. In wirklich letzter Minute, am Abend vor der Bundesratsbefassung, hat die Bundesregierung aufgrund des Protests der Länder auch erklärt, an der Neufassung des § 34 Infektionsschutzgesetz nicht festhalten zu wollen. Das ist gut so, denn das wäre ein Betretungsverbot für möglicherweise mit Corona infizierte Kinder in Schule und Kita durch die Hintertür gewesen und hätte dem erklärten Willen der Länder, den Präsenzbetrieb in Schule und Kita aufrechtzuerhalten, konterkariert. Die Regelung musste dann aber erst einmal in Kraft treten, um drei Wochen später durch ein neues Gesetz wieder abgeschafft zu werden. Dann hätte man die Länder frühzeitig einbezogen und ihre Stellungnahmen auch ernst genommen, wäre das leicht vermeidbar gewesen. Meine Damen und Herren, auf dieser Grundlage hat die Landesregierung dann am 28. September die neue Coronavirus-Basisschutzmaßnahmenverordnung erlassen. Wir führen darin bewährte Regelungen, wie beispielsweise die Maskenpflicht im ÖPNV und die Testpflicht in Gemeinschaftseinrichtungen fort. Nur an Punkten, an denen jetzt neu das Bundesrecht Regelungen trifft, entfallen folgerichtig die bisherigen Landesregelungen. Es gehört aber ausdrücklich dazu, dass wir die Infektionslage und insbesondere die Situation der gesundheitlichen Versorgung weiterhin sehr sorgfältig beobachten und uns in enger Abstimmung mit sowohl den Krankenhäusern als auch der Ärzteschaft darauf vorbereiten, auch weitere Instrumente des Infektionsschutzgesetzes zu ergreifen, sobald es notwendig ist, um eine Überlastung der Krankenhäuser zu vermeiden. Und das war und ist von Beginn an unser Maßstab und ist es natürlich auch weiterhin. Wir müssen gleichzeitig aber auch sorgfältig abwägen, wo die eine oder andere Regelung möglicherweise über das Ziel hinausschießt. Wir haben bisher in Hessen sehr gute Erfahrungen damit gemacht, dass Beschäftigte in vulnerablen Einrichtungen die Wahl haben zwischen einem sogenannten Mund-Nasen-Schutz und einer FFP2-Maske. Das lässt das neue Bundesgesetz so nicht mehr zu. Und das führt über die nötigen Tragepausen zu zusätzlichem Ausfall
von Personal. Das ist aus meiner Sicht widersinnig, wenn wir vor einer solchen Situation stehen. Und das können wir uns so nicht dauerhaft leisten. Es wäre gut, an dieser Stelle noch einmal nachzudenken. Ich will auch heute den Appell erneuern, den ich immer an dieser Stelle erneuere. Jetzt hat er aber auch noch einen neuen Grund. Der angepasste Impfstoff ist nämlich da. Und wir sehen, dass die Nachfrage steigt. Das ist gut so. Ich bitte Sie alle, bitte auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuschauerinnen und Zuschauer, nehmen Sie die Angebote der Impfallianz aus Ärzte und Apothekerschaft und dem öffentlichen Gesundheitsdienst wahr. Die neuen Impfstoffe sorgen besonders bei Personen, die noch nicht mit Omikron oder vielleicht noch gar nicht mit SARS-CoV-2 infiziert waren, für eine stärkere Immunantwort. Die Impfung ist weiterhin der beste Schutz vor schweren Krankheitsverläufen. Deshalb lassen Sie sich impfen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister Klose. Für die Fraktion der Freien Demokraten hat jetzt als erstes der Abgeordnete Pürsün das Wort. Liebe Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, heute gibt es für Freunde der Freiheit einen Grund zur Freude. Der erste Abschnitt der neuen Corona-Verordnung trägt den Titel Eigenverantwortliches Handeln. Wir Freien Demokraten haben seit Beginn der Pandemie erst auf mehr, dann auf Rückkehr zur Eigenverantwortung und Selbstbestimmung der Bürgerinnen und Bürger gesetzt. Dazu gehört, sich selbst jetzt im Herbst zu schützen durch Eigenmaßnahmen und möglicherweise Grippe- und Corona-Schutzimpfungen. Aber auch, dass Bund und Länder strukturelle Verbesserungen für die Ärzte, Gesundheitspersonal, Arztpraxen und Krankenhäuser bewirken. Beim Fachkräftemangel gibt es weiterhin große Versäumnisse des Landes Hessen und noch einiges in Berlin zu tun. Dass nun auch die Landesregierung erstmalig und endlich für Eigenverantwortung einsteht, ist nur unserem steten Druck in Bund und Land und den freiheitsliebenden Bürgerinnen und Bürgern zu verdanken. Was wurde hier Widerstand gegen die Freiheit geleistet seitens CDU und Grüne? Zuletzt vor allem seitens der Grünen. Freiheit wird sich immer gegen Bevormundung durchsetzen. Ich will daran erinnern, nicht die Freiheit muss begründet werden, die Einschränkung der Freiheit muss hingegen begründet werden. Aber auch die zweite Nachricht des Gesundheitsministers lässt aufhorchen. Die AfD-Fraktion scheint irgendwie kein Interesse an der Freiheit zu haben. Okay, unterhalten Sie sich weiter. Dass Sie kein Interesse an der Freiheit haben, haben wir ja gerade bei der Abstimmung zu dem Iran-Antrag gesehen. Da haben Sie sich ja entlarvt. Wir erinnern uns. Kleinen Augenblick, es ist noch sehr laut. Ein bisschen mehr Ruhe für den Redner. Wir erinnern uns, wie Staatsminister Klose gegen das Ende der meisten Maßnahmen im Frühjahr und Sommer gewettert und keine Gelegenheit zur Warnung und Ermahnung, keine Gelegenheit zum Rufen nach der Impfpflicht ausgelassen hatte. Anfragen zur Ausgestaltung seiner Vorstellung hat Staatsminister Klose hingegen sehr wortkarg beantwortet. Will Staatsminister Klose eigentlich auch mal etwas selbst entscheiden oder alles dem Bund überlassen? Der hessische Gesundheitsminister, der immer für die Einschränkung der Freiheit plädiert hatte, fragte nun bei der Bundesregierung an, was mit der Isolationspflicht sei. Dabei unterschrieb er einen Brief mit drei weiteren Landesgesundheitsministern an den Bundesgesundheitsminister. Und das, ohne dass die vier einer Meinung waren. Das sollte man so nicht machen. Karl Lauterbach lehnte umgehend ab. Aber siehe da, Bundesjustizminister Buschmann antwortet auch. Nur bin ich mir nicht sicher, ob Staatsminister Klose mit dieser Antwort gerechnet hat. Bundesjustizminister Marco Buschmann hat deutlich gemacht, dass die Isolationspflicht im Aufgabenbereich der Länder liegt. Darum, Herr Staatsminister, wenn Sie eine eigene Vorstellung haben, entscheiden Sie. Regeln Sie die Isolationspflicht in Hessen. Isolation für Menschen ohne Symptome ist eine Belastung für diese Menschen und die Gesellschaft.
Es erzeugt auch Personalengpässe in vielen Bereichen. Der Schaden ist größer als der Nutzen. Warum noch warten, wenn Sie es doch selbst können und wollen? Wir Freien Demokraten werden Sie dabei gerne unterstützen. Vielen Dank, Herr Abg. Pürsün. Für die AfD-Fraktion hat jetzt der Abg. Richter das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die von der AfD geforderte Aufhebung aller Maßnahmen wird seitens der Landesregierung leider gänzlich ignoriert. Dabei muss doch selbst die Landesregierung mittlerweile gelernt haben, dass die Maßnahmen, die sie erlässt, weitestgehend nur noch pures Schaulaufen sind. Und Eigenverantwortung, Herr Pürsün, hat die AfD hier vorne am Pult ständig gefordert. Kann man nachschauen in den Reden. Wie völlig katastrophal die Politik der Landesregierung in die jungen Generationen abstrahlt, durfte ich heute Morgen auf dem Weg zum Landtag erleben. Es ist erschreckend, wenn man Lehrer mit ihrer Schulklasse über die Straße gehen sieht und kleine Kinder an der frischen Luft eine Maske tragen. Ganz ehrlich, mich macht das unglaublich wütend, wie Ihre völlig verfehlte Politik bei den Kleinsten und Schwächsten unserer Gesellschaft, also bei Kindern, zu einem erzieherischen Effekt führt, der falscher nicht sein kann. Kinder müssen an der frischen Luft garantiert keine Masken tragen, meine Damen und Herren. Wir sind wohl die einzige Gesellschaft weltweit, welche ihre Kinder körperlichen Schäden zumutet, damit die Älteren angeblich geschützt werden. Das hört ja mit den Masken nicht auf. Es führt weiter über Impfungen, Sie haben es eben selbst gesagt, mit teilweise schwersten Nebenwirkungen, welche unsere Kinder über sich ergehen lassen sollen. Diese unglaublichen Vorgänge führen hoffentlich dazu, dass Sie für Ihre Handlungen zur Verantwortung gezogen werden. Denn in der Art und Weise, wie Sie Fakten verdrehen und negieren, sage ich hier erneut, Sie versündigen sich an unserer jungen Generation und setzen deren gesundheitliche Zukunft völlig gewissenlos aufs Spiel. An Ihrer Stelle würde ich mich für diese Politik in Grund und Boden schämen. Wir als Alternative für Deutschland werden diese Thematik auch immer wieder ansprechen, weil wir als AfD unserer Verantwortung gerecht werden und die Schwächsten der Gesellschaft schützen und nicht deren Gesundheit gefährden. Sorgen Sie dafür, dass Impfungen für Kinder verboten werden und Lehrer dazu angehalten, dass Kinder keine Masken zu tragen brauchen und schon gar nicht an der frischen Luft. Was Sie zur Kenntnis nehmen müssen und auch zur Kenntnis nehmen werden, SARS-CoV-2, Herr Bellino, Sie werden die Wahrheit noch erleben, und Sie werden sich dafür verantworten. Was Sie zur Kenntnis nehmen müssen und auch zur Kenntnis nehmen werden, SARS-CoV-2 wird zu unserem Alltag in den kommenden Jahren gehören, und daran werden keine Verordnungen und auch keine Impfungen mehr etwas verändern. Während Sie sich aber auf SARS-CoV-2 konzentrieren, gibt es eine Vielzahl weiterer Infektionskrankheiten, über die kaum noch gesprochen wird. Jährlich infizieren sich mindestens 400.000 bis 600.000 Menschen mit Krankenhauskeimen. Gerade MRSA stellt ein erhebliches Problem dar. Die AfD hatte dazu bereits einen Antrag gestellt, welcher von Ihnen allen leider abgelehnt wurde. Und damit ignorieren Sie schlicht bis zu 20.000 Todesfälle im Jahr. Das zum Thema Abstimmungsverhalten hier im Plenum. Währenddessen Sie grundsätzlich jeden Antrag von uns ablehnen, denken wir sehr genau nach, wie wir abzustimmen haben. Der Schutz vulnerabler Personen, meine Damen und Herren, beginnt und endet somit nicht mit Maßnahmen gegen SARS-CoV-2, sondern mit dem Verständnis der Problematiken von Infektionskrankheiten und wie man diesen begegnet. Genau das muss den Kindern unserer Gesellschaft beigebracht werden, damit sie zum einen ein gutes Immunsystem aufbauen und zum anderen genau wissen, welche hygienischen Maßnahmen sinnvoll sind und welche nicht. Da es uns im Winter an bezahlbarer Energie fehlt, kommt es für viele Bürger bei Temperaturen unter 19 Grad schlicht zu einer Steigerung der Anfälligkeit für Infekte und Erkältung. Ich denke, Herr Bellino, bei Ihnen wird es warm sein. Auch hier, vor allem bei vulnerablen Gruppen,
welche Sie ja vorgeben, schützen zu wollen. Aber Sie schützen mit Ihrer Politik niemanden. Denn die höhere Anfälligkeit für Atemerkrankungen wie Asthma bei niedrigeren Temperaturen ebenso wie Atemwegsreizungen und Allergien durch Schimmelbildung in schlecht beheizten Wohnräumen sind Resultat Ihrer Politik. Und da ist die CDU nicht von frei zu sprechen. Die ist für die Energiepolitik verantwortlich. Dieser Herbst wird somit, und ich würde mich darüber nicht freuen, Herr Bellino, sondern mich ärgert es, weil mich die Menschen und Bürger in unserem Land sehr, sehr betroffen machen, wie es ihnen geht. Dieser Herbst wird somit für die gesamte hessische Bevölkerung eine Herausforderung, die Sie mit Ihrer Basisschutzmaßnahmenverordnung nicht mal ansatzweise lösen. Der letzte Satz. Wir können älteren Menschen nur raten, sich angesichts dieser Regierung hier in Hessen und auch der Ampel in Berlin buchstäblich warm anzuziehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächstes hat der Abgeordnete Bartelt für die CDU-Fraktion das Wort. Verehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich wollte eigentlich auf die Rede meines Vorredners nicht eingehen, aber möchte mich dann doch zu einem Satz entschließen. Das, was Sie hier machen, ist nicht die Diffamierung einer einzelnen Person, für die Sie gerügt werden würden, sondern Sie diffamieren unser Land und das Parlament und all die Politiker, die Verantwortung übernehmen und sich unter Beiziehung von Sachverstand überlegen, wie man diese Pandemie bekämpfen kann und verantwortliche Entscheidungen treffen. Und ich meine, das ist etwas, was durch das Parlament, durch entsprechendes Zeichen jetzt auch in erheblichem Maße gerügt werden sollte, was Sie hier machen. Seit dem 1. Oktober besteht eine neue Corona-Verordnung. Sie ist Folge des neuen Bundesinfektionsschutzgesetzes. Die Regeln bleiben im Kern unverändert bestehen. Es sind im Wesentlichen Maskenpflicht im ÖPNV. Neu ist die FFP2-Maske im Fernverkehr und die FFP2-Maskenpflicht in vulnerablen Einrichtungen. Schön wäre es, wenn von Anfang an Bundesregierung und Länder sich etwas mehr, etwas besser abgesprochen hätten. Aber nun haben wir ein Ergebnis, und diese Verordnung ist vernünftig und wird von uns getragen. Die Debatte über diese Verordnung ruft in Erinnerung, Corona ist noch nicht vorbei. Der Minister hat mit Recht darauf hingewiesen, dass die Inzidenzen angestiegen sind und auch die Hospitalisierungsraten wieder etwas angestiegen sind. Wir können aber dennoch sehr optimistisch sein, den Winter zu überstehen ohne einen Lockdown, ohne Eingriffe in das Wirtschaftsleben, ohne Eingriffe in die Schule und bei Erhalt bzw. Wiederherstellung von Präsenzveranstaltungen in den Hochschulen. Wir werden mit hoher Wahrscheinlichkeit auskommen mit einer moderaten Maskenpflicht und Informationen und Kampagnen für Impfungen mit spezifischen Impfstoffen auf die Omikron-Variante. Und ich schließe mich dem Appell des Ministers an, lassen Sie sich impfen gegen diese spezifischen Impfserien. Der Optimismus begründet sich in der lang anhaltenden Variante von Omikron sehr viel länger als die Vorgängervarianten wie etwa Delta. Wir müssen allerdings die Entwicklung von Subtypen sorgfältig beobachten. Der neue Subtyp BQ11 ist in Deutschland angekommen. Er ist infektiöser, aber wohl nicht aggressiver gegenüber Lunge und anderen Organen. Somit besteht die Gefahr in höheren Inzidenzen und Arbeitsausfällen. Aber es besteht hingegen keine Hinweise auf vermehrt schwere Verläufe und Überforderung unseres Gesundheitssystems. Bedauerlicherweise sind die Äußerungen aus Kreisen der Bundesregierung widersprüchlich und geben der Bevölkerung nicht unbedingt Halt und Sicherheit.
Kollege Schad zitierte in der letzten Debatte zu diesem Thema den Bundesgesundheitsminister, der von Killerviren sprach, und gleichzeitig, fast gleichzeitig, den Bundesjustizminister, der sagte, eine Single-Party mit Maske macht doch keinen Spaß. Das ist sowohl inhaltlich als auch sprachlich nicht ganz angemessen, um das freundlich auszudrücken. Und ich ergänze dieses noch durch ein weiteres Zitat des Bundesjustizministers. Er stellte in der Bild am Sonntag das Ende aller Corona-Maßnahmen im nächsten Frühjahr in Aussicht. Das ist sehr gewagt, würde ich mal sagen. Und er empfahl weiterhin den Ländern, über die Empfehlung des RKI hinwegzusehen und rief den Ländern zu, geht doch voran. Finde ich auch nicht so ganz angemessen. Meine Damen und Herren, Hessen bleibt dagegen besonnen. Jede Maßnahme muss notwendig, zielgerichtet und verhältnismäßig sein. Wir bleiben besonnen, aber dennoch sehr optimistisch. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abg. Dr. Bartelt. Für die Fraktion der SPD hat jetzt die Abg. Dr. Sommer das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Die Inzidenzen steigen, die Dunkelziffer ist viel höher, weil ganz viele einfach, wenn sie infiziert sind, gar keinen PCR-Test machen, dann in der Statistik nicht erfasst werden. Und auch die Patientinnen in hessischen Krankenhäusern mit Corona-Infektionen steigt mittlerweile deutlich an. Nach der IVENA-Sonderlage von heute sind 165 Betten, zwei mehr als gestern, auf hessischen Intensivstationen mit Patientinnen und Patienten belegt. Vor einer Woche waren es noch 111. 1.863 Betten sind zudem auf Normalstationen mit Covid-Patienten belegt, 94 mehr als gestern. Und der Anstieg, muss ich Ihnen sagen, der ist schon enorm. Auf Intensivstationen sind noch 23 Betten frei. Auf Normalstation 21, also für Covid-Patienten, die eigentlich vorgesehen sind. Das heißt, steigen diese Zahlen, wie von gestern auf heute, noch einmal so an, hätten wir morgen nur noch 28 vorgesehene Intensivbetten und in 28 vorgesehene Normalbetten und in 11 Tagen keine vorgesehenen Betten mehr auf Intensivstationen. Und wir kennen die Zahlen aus dem Herbst und Winter von den vergangenen Jahren. Und deswegen ist es sicherlich wichtig, dass wir auch die Lage im Blick behalten. Und Schutzmaßnahmen und die Verordnung, wie Sie sie festhalten, sind daher wichtig, meine Damen und Herren. Die Frage ist aber, was macht die Landesregierung über diese Verordnung hinaus? Das haben wir in der Vergangenheit immer wieder gefragt und uns auch oft gewundert, warum dann die Verantwortung verschoben wird. Herr Pürsün hat es gerade schon gesagt. Wenn man sich das jetzt noch einmal anguckt, wie ist das mit der Isolationspflicht, da schielen Sie ja auch auf den Bund, obwohl man Ihnen unmissverständlich zu verstehen gegeben hat, dass es Ermessen der Länder ist, hier zu reagieren. Deswegen ist es schon eigenartig, wenn Hessens Gesundheitsminister das fordert, es aber in dieser Verordnung nicht wiederzufinden ist, meine Damen und Herren. Deswegen ist die Frage, ist das alles ein Schauspiel oder wollen Sie handeln? Wenn ein Land der Überzeugung ist, das machen zu wollen, dann kann man das. Sie haben alle Möglichkeiten. Das betrifft übrigens auch andere Maßnahmen in diesem Infektionsschutzgesetz. Herr Wintermeyer hat neulich in einem Interview gesagt, man wolle Wintermeyer habe ich auch gesagt, Herr Rhein. Man wolle den Lockdown verhindern. Das ist auch gut so, auch die Schließung von Schulen und Kitas. Und dass das beste Schutzmittel neben dem Impfen auch die Maskenpflicht sei. Auch das könnten Länder vereinbaren. Aber auch davon ist keinerlei Rede in der Verordnung. Und ich möchte einfach auch noch einmal zu Herrn Richter sagen,
Es gibt nirgendwo eine Verordnung, in der es heißt, dass Kinder im Freien eine Maske tragen müssen. Nirgendwo. Wir wissen alle durch die Aerosolforscher, 99,9% der Infektionen finden in Innenräumen statt. Und deswegen, wenn es zu einem erhöhten Infektionsgeschehen kommt, ist es eben ein probates Mittel, sich auch wieder mit Masken zu schützen. Dieser Schutz ist wichtig. Und deswegen möchte ich auch einfach noch einmal an das, was ich zu Anfang gesagt habe, wir wollen, glaube ich, alle, dass das Gesundheitssystem entlastet und nicht überlastet wird. Deswegen ist es tatsächlich wichtig, so wie am 1.10. auch von der Landesregierung in der Presse verkündet, die Lage im Blick zu halten. Aber deswegen frage ich Sie auch, ist es nicht gerade jetzt wichtig, Verordnungen im Blick, im Hinblick auf dieses Infektionsgeschehen, was sich ja jetzt schon ein Stück weit abbildet, engmaschiger zu mit Verordnungen zu begleiten und nicht die Verordnung in Hessen, wenngleich ich weiß, Sie richten sich da an die Bundesgeschichte. Dennoch sagen Sie ja, wir wollen die Situation vor Ort im Blick halten. Dann machen Sie es doch auch und machen Sie es engmaschiger. Das können Sie ja, wenn Sie es nur wollten. Also, die steigenden Infektionszahlen, die ansteigenden Fälle in den Krankenhäusern, die sollten doch wieder uns dazu hinbewegen, dass wir sagen, wir werden tätig, wir garantieren Schutz und Verlässlichkeit. Und deswegen, meine Damen und Herren, erwarten wir von der Landesregierung Maßnahmen. Darauf sind wir gespannt. Und wir hoffen sehr, dass Sie Ihrer Verantwortung gerecht werden. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Abg. Dr. Sommer. Für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN hat jetzt die Abg. Brünnel das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Oberste Prämisse ist und bleibt, mit Vernunft und Sachlichkeit den Herausforderungen auch in diesem Corona-Herbst zu begegnen. Die gute Nachricht ist dabei, dass derzeit schwere Krankheitsverläufe trotz steigender Neuinfektionen auf einem niedrigen Niveau bleiben. Für uns und für die Hessische Landesregierung heißt es trotzdem, die Entwicklung genau im Blick zu behalten und das Gesundheitssystem vor Überlastung zu schützen. Und genau das wird auch in diesem Herbst die Hessische Landesregierung wieder machen. Und das wird für Sie handlungsleitend sein, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wie bereits in der letzten Debatte von Staatsminister Klose angekündigt und heute auch noch einmal gesagt, wurde unsere Corona-Schutzverordnung noch einmal an die Änderung des Bundesinfektionsschutzgesetzes angepasst. Und die zweite gute Nachricht des heutigen Tages ist, für Hessen hat sich gar nicht so viel geändert. Das ist mal ganz interessant, weil SPD und FDP ja immer voller Kritik waren, auch von Seiten unserer Ausgestaltung, unserer Corona-Schutzverordnung. Nun scheint es doch so, dass die Basisschutzverordnung und das Infektionsschutz doch da sehr einhergehen, auch so, wie es Hessen derzeit geregelt hat. Schön wäre es gewesen, wenn die Landesregierungen früher eingebunden gewesen wären. Wir haben eben die bundesweit geltenden Basisschutzmaßnahmen schon einmal erläutert. Das Tragen der FFP2-Masken im Fernverkehr, medizinische Masken bei uns im Regionalverkehr. Und vor allen Dingen, was steht immer an der obersten Spitze? Es ist der Schutz der vulnerablen Personengruppen. Und dass diese vulnerablen Personengruppen sind eben in den Pflegeeinrichtungen, in den Krankenhäusern, in den Arztpraxen, da, wo operiert wird, da, wo medizinische Versorgung vorgenommen wird. Und ist das wirklich nicht zu viel verlangt, dort auch gegenseitig Rücksicht zu nehmen und Masken zu tragen und so einer Infektionsausbreitung verhindern zu können? Ich möchte auf die einzelnen Maßnahmen jetzt gar nicht weiter eingehen. Dazu wurde schon einiges gesagt. Aber ich muss jetzt doch noch einmal auf die Debatten in den letzten Wochen eingehen. Wir hören von Seiten der SPD und der FDP immer wieder, entweder, dass wir zu wenig oder zu viel vorbereitet sind. Entweder sagt Herr Pürsün, ich zitiere ihn mal hier, wir müssten
jetzt muss ich mal das Zitat finden. Vergessen Sie nicht, die Freiheit muss begründet werden, die Einschränkung der, Freiheit müssen begründet werden. Das sehen wir ganz genauso. Aber was lässt denn jetzt das zu, dass wir diese Freiheiten wieder gestatten können? Ist es, dass wir nicht mehr so schwere Krankheitsverläufe haben? Das lässt es zu, wieder Freiheiten zuzulassen. Und das ist vernünftig und nicht an irgendeinem Punkt. Und auch die SPD, die ja immer uns dann sagt, dass wir zu wenig Maßnahmen haben. Egal, an welchem Punkt wir uns befinden, auf jeden Fall, wir sind mit unseren Maßnahmen zu spät oder wir haben einfach zu wenig geregelt. Wie man jetzt sieht, von Seiten des Bundes scheinen wir doch da eigentlich d'accord zu sein. Und worum geht es denn eigentlich im Kern? Es geht darum, dass wir angemessene Hygienemaßnahmen und angemessene Schutzmaßnahmen einführen. Es dient dem Eigen- und dem Fremdschutz. Es dient dem Schutz vulnerabler Personengruppen. Und wir wollen natürlich auch weitere Einschränkungen vermeiden. Wir haben es gerade gehört, wir wollen unsere Schulen weiter in Präsenz geöffnet halten. Und wir wollen niemandem etwas zumuten. Wir wollen die Gastronomie geöffnet haben. Wir wollen die Vereine ihre Vereinsarbeit machen lassen. Aber dazu bedarf es auch, dass wir für ein paar Hygienemaßnahmen auch Verantwortung übernehmen und sagen, ja, die trauen wir uns zu, die können wir auch im Winter durchführen. Und ja, und da bin ich auch völlig bei Ihnen. Wir brauchen ein eigenverantwortliches Handeln, auch bei privaten Zusammenkünften. Jeder und jede muss das Infektionsrisiko vermeiden und sich selbst und andere schützen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, wir sind uns einig, außer vielleicht der AfD. Wir werden nur mit Rücksicht und Vernunft durch diesen Winter kommen. Wir werden versuchen, bestmöglichst vulnerable Personengruppen zu schützen. Wir wollen aber auch nicht unnötige Isolationen in unseren Pflegeeinrichtungen, denn wir wissen auch, wie sehr Menschen auf die sozialen Kontakte in diesen Pflegeeinrichtungen angewiesen sind. Und wir werden genau das Infektionsgeschehen im Blick behalten. Sollte sich die Lage zuspitzen, dann muss natürlich nachgeschärft werden. Und wir können jetzt auch nicht so tun, als wäre bereits die Corona-Krise vorbei. Das können wir leider nicht. Die können wir weder herbeireden, dass es vorbei ist, noch können wir den Zeitpunkt bestimmen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns also nicht zu viel über, haben wir zu viel oder zu wenig Schutzmaßnahmen und Einschränkungen oder über zu früh oder zu spät streiten. Lassen Sie uns gemeinsam dafür werben, was eben schon ein paar Mal gesagt wurde. Lassen Sie bitte uns dafür werben, die Auffrischungsimpfung wahrzunehmen. Lassen Sie uns dafür werben, vulnerable Personengruppen zu schützen. Und bitte, mit Blick auf die AfD, versuchen Sie es nicht immer wieder, das Thema der Corona-Schutzverordnung für Ihre politische Profilierung zu nutzen. Sie müssen zum Ende kommen. Sie machen es tatsächlich jedes Mal wieder. Sie schüren die Ängste und die Sorgen, sei es mit den Schutzimpfungen, sei es mit den negativen Auswirkungen, die durch die Impfung tatsächlich stattfinden würden. Es ist Ihr politisches Kalkül, das zu machen. Und ich sage Ihnen, die demokratischen Parteien werden Ihnen das nicht durchgehen lassen. Und sie werden auch zusammenhalten. Diese Spaltung der Gesellschaft wird Ihnen nicht gelingen, auch nicht in diesem Herbst oder Winter. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Abgeordnete Brünnel. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit sind wir am Ende des Tagesordnungspunkts 17 und haben die Mitteilung der Landesregierung zur Kenntnis genommen.